Willkommen zurück zu Let's Play 80 Days und wir sind schon am 49. Tag. Wir kommen gerade erst in Yokohama an, haben also noch ganz schön viel vor uns. Pazifik, Atlantik und der amerikanische Kontinent. Wenn es mir irgendwie möglich ist, werde ich die Route über San Francisco nehmen und dann nach Texas runter, aber wir müssen erstmal schauen, ob wir da irgendwas finden. Ansonsten habe ich noch die Aufnahmesettings ein bisschen angepasst, denn da ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht in 1080p aufgenommen habe, sondern nur in 720p. Das heißt, die Aufnahme sollte jetzt schärfer sein als vorher, der Text vielleicht nicht mehr runterskaliert und weniger unscharf. Könnt ihr einfach mal sagen, ob euch das auf YouTube überhaupt auffällt. Ist mir jedenfalls gerade zum ersten Mal aufgefallen und habe ich jetzt damit hoffentlich korrigiert. So, Elena lacht, als wir auf der Reling hängen, um eine bessere Sicht auf Yokohama zu bekommen. Elena, das war die Russin, mit der wir hier unterwegs sind. Sie umarmt mich zum Abschied, was mich überrascht. Aber ihre Mutter, genau die Mutter, mit der, die uns hier lebend kochen wollte, schaut uns mit harten Augen an. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben wir ihr nicht 800 gezahlt und sie hat auch unsere Reise nicht beschleunigt. Die war quasi sowieso schon fast fertig. Und uns passiert nichts Schlechtes. Das hatte ich so gehofft und das ist auch gut so. Wir legen also an im Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und der beleuchtet die fremden Flaggen, die am Hafen im Winde wehen. Gerade so unter dem Horizont. Dann wollen wir uns doch mal anschauen, was es hier so gibt. Genau, zum Markt möchte ich auf jeden Fall, es ist morgen. Ich möchte aber ganz kurz gucken, das Schiff würde heute, wo ist im Norden? So rum. Gut, wo ist im Norden, ist auf dem Globus nicht immer ganz so wichtig. San Francisco 4000! Und fährt das in 5 Tagen ab. Und wenn ich das beschleunigen will, ja, wir haben überhaupt kein Bestechungsgeld. Okay, ab zum Markt. Wir verkaufen auf dem Markt den Stetson Hat. Naja, so viel ist er jetzt nicht wert. Wir verkaufen sonst eigentlich nichts. Monkey Ranch, Urban Traveler, Batavia, Hongkong, Burlington kommen wir nicht mehr hin. Engineering, puh. Ich meine, so teuer ist das Ding ja nicht. Okay, aber wir brauchen Geld, eindeutig. Also, auf jeden Fall zur Bank. Wir schauen uns mal den Manager an hier. Und wir wollen auf jeden Fall abheben. 4000 in einer Woche ist leider ein bisschen spät. 1500 würde uns halt nur gerade so drüber bringen. Aber das Problem ist, wenn ich eine Woche nehme, dann muss ich wahrscheinlich danach nochmal 5 Tage aufs Schiff warten. Also glaube ich, würde ich mich auf die 2 Tage 1500 Pfund beschränken. Und nach der Überfahrt gucken, dass wir drüben irgendwie weiter an Geld kommen. Auf jeden Fall habe ich eine wichtige Lektion über dieses Spiel gelernt. Und die lautet, man muss auf jeden Fall immer mal wieder eine Bank einplanen, um an Geld zu kommen. Ja, eine Woche ist viel zu lang. Keine Chance. 1500, los geht's. Sie sagt, sie wird das mit dem Hauptbüro oder dem Büro der Hauptstelle besprechen. Und in 2 Tagen haben wir eine Antwort. Am Mittwoch können wir also zurück. So, das heißt, wir haben 5 Tage hier in Yokohama. Die Hoffnung wäre noch, dass wir irgendeine schnellere Transportart finden. Das wäre natürlich ganz schön. Der Markt wird auch nicht noch was Neues bekommen. Ich glaube, uns bleibt nicht viel übrig, als erstmal hier zu exploren und dann halt einige Nächte hier zu übernachten. Wir gucken, ob hier einiges Neues an Events reinkommt. Kaum zu glauben, dass Yokohama erst vor kurzem für Ausländer geöffnet wurde. Es gibt ein ganzes Ausländerviertel nicht weit weg vom Hafen und man hört Chinesen, Russen und Japaner. Und verschiedene Arten von Englisch. Auch amerikanische Händler. Auf jeden Fall sitzt da ein Japaner, der sich eine Szene anschaut und mit viel Konzentration in ein Zeichenbuch hineinkritzelt. Ich schau mal rein, so ganz frech, wage ich einfach mal einen Blick.
Er malt die Ausländerquartiere. Ist ja interessant. Oh ja, und er fühlt sich ein bisschen gestört von uns. In einem Mix aus Holländisch, Französisch und Englisch redet er mit uns. Er macht eine Zeichnung für einen Holzschnitt. Na toll. Was? Ein Amerikaner? Nein, es stand da oben, es ist ein Japaner. Achso, Moment, der Amerikaner, den zeichnet er hier, oder was? Warum sieht er denn betrunken aus? Ach so, es ist ein künstlerischer Eindruck. Ja, auf jeden Fall künstlerisch. Wir sind ein seltsames Volk, sagt er uns. Na toll. Und ihr auch, ihr Japaner. Das auf jeden Fall. Er malt einen Rock einer Frau aus und ist auf dem Papier viel freundlicher als in seiner Stimme. Dann gibt er mir den Sketch und ich kann ja mal gucken. Ja, das nehme ich dankbarerweise an. Ein Geschenk. Ein Souvenir aus Yokohama. Kann ich in San Pedro verkaufen? Warum nicht? Die mögen wohl Yokohama. Gut, das wär's dann für heute. Also schlafen. Die Wartezeit auf so ein Schiffsüberfahrt war natürlich eigentlich klar, dass das so lange dauert. Aber andererseits bin ich schon ein bisschen genervt, weil ich dachte, wir haben doch noch eine Chance und kommen hier ein bisschen schneller los. Das Schlimme ist ja, wir werden dann in San Francisco auch noch mal auf Geld warten müssen. Vielleicht kann ich ja noch ein zweites Mal 2 Tage warten, wenn ich nach 2 Tagen die 1500 habe und mir nochmal 1500 holen. Das könnte ich mal ausprobieren. Weil wir haben ja 5 Tage Zeit. Gut, ich kümmere mich mal in der ersten Nacht um meinen Master, um meinen Herrn Filiasson. Ich meine, Fock. Filiasson war was anderes. Damit es dem wieder ein bisschen besser geht, weil ich glaube, wir haben noch genügend Nächte für andere Events. Und dann müssen wir noch einen Tag auf die Bank warten. Markt öffnet sich gleich. Ich gucke noch mal, ob wir noch irgendwas Neues haben. Ich glaube es aber nicht. Nee, dasselbe wie gestern. Ich meine, ich bin ein bisschen versucht, das Engineering-Ding, die Monkey Ranch hier zu kaufen. Die könnte man auf die Schiffsüberfahrt vielleicht gebrauchen. Und ich habe immer noch nicht die Preise verstanden mit 8 Pfund für 30 Tage. Aber ich glaube, dass. Oh, wir können uns gar keinen neuen Koffer holen. Warum eigentlich nicht? Ah, hier werden wohl keine Koffer verkauft. Oder wie? Oder was? Seltsam. Na gut, müssen wir mit dem Platz auskommen, den wir haben. Entsprechend gucke ich nochmal auf die Abreisemöglichkeiten. Warum dreht er denn die Map immer so, dass ich hier nach Manila fahren kann? Ich will nicht nach Manila. Was ist denn? Wie ist das hier? Honolulu. Nee, da habe ich keine klare Route. Das ist keine gute Alternative. Ist da auch außerdem nur Schiffsrouten. Könnte ich natürlich nach Acapulco. Ja, auch eine spannende Route, aber ich bin jetzt schon in Yokohama. Ich werde jetzt nicht sicher, nicht nochmal zurück nach Manila fahren, nur um dann dort gesagt zu kriegen, dass die Route nach Honolulu auch irgendwie ewig braucht. Wobei, die kommt am Montag schon an. Montag in Honolulu. San Francisco kommt Sonntag an. Acapulco Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag. Ja, Sonntag ist schon besser. Ah, das ist nächster Sonntag. Acapulco wäre schneller. Ist Acapulco wirklich schneller, wenn ich über Manila fahre? Ja, aber andererseits, ich habe jetzt Geld angefordert und ich werde das Geld brauchen. Also die Überfahrt wird sicherlich nicht billiger sein. Nee, nee, wir werden den Dampfer hier nehmen müssen. Ich glaube, das ist einfach Pflicht. Außerdem sehe ich hier auf dieser Route nach Honolulu kein Symbol, was mich ein bisschen verwirrt. Weil die andere hier hat ein Schiff und das hier hat einen Dampfer. Heißt das dann, ich habe da noch kein klares Transportmittel oder wie? Vielleicht ist das eine Route, die mir jemand. Vielleicht war das auch bei den anderen Routen das Problem, dass mir jemand gesagt hat, diese Route gibt es, aber nicht, wie und wann da was fährt. Vielleicht muss ich da dann irgendwann noch immer noch ein Transportmittel rausfinden. Na gut. Egal, wie dem auch sei. Ich werde
Eine weitere Nacht. Ich wollte nochmal einmal die Abfahrt checken. Genau, das wollte ich eigentlich hier in diesem Menü machen. Also, San Francisco fährt in 4 Tagen um 3 Uhr nachmittags ab. Hat Platz für 3 Koffer. Und den Negotiation-Preis kriege ich erst raus, wenn ich genug Geld dafür habe. Dann mache ich jetzt meine nächste Hotelübernachtung. Hat so 70 Pfund gekostet. Das ist auch schon ganz schön teuer. Und gehe diesmal erkunden, weil dem Herrn Fogg geht es richtig, richtig gut. Ach, und mir werden 15 Pfund gestohlen auf der Straße. Na toll. Das war alles. Das war alles. Ich habe jetzt irgendwie mit einem größeren Event gerechnet. Na gut, wenn die Bank öffnet, kriegen wir unsere Funds. Dann schauen wir doch mal. Auf zur Bank. 4.300. So, ich nehme mal an, 300 sind viel zu wenig, um ein Schiff, das über den Atlantik fährt, Pazifik fährt, zu überzeugen, schneller abzufahren. 870. Ja. Das dachte ich mir. Das heißt, ich kann doch jetzt bestimmt nochmal in die Bank. Ich habe immer noch 3 Tage Zeit. Und ja, ich kann nochmal 1500 abheben. Mensch, da hätte er aber auch gleich 3004 Tage für uns. Na toll. Okay, das mache ich auf jeden Fall. Schick nochmal ein Telegramm. Und am Freitag kann ich mir die Sachen abholen. Gut, dann gleich ins Hotel. Am Markt kostet ja nichts. Ein Amethyst? Nee, den hatte ich schon. Nee, den hat man schon. Hat man das schon. Ich kann immer noch keinen neuen Koffer kaufen. Irgendwie stimmt da doch was nicht. Ich gehe mal wieder durch die Stadt. Und das hebt einfach meine Stimmung. Hier passiert echt nicht viel in Yokohama. Ist alles ruhig. Ja, die Japaner sind ja auch ein ruhiges Völkchen. Gut, noch einen Tag warten. So, wir nehmen uns ein Zimmer und... haben wir nicht schon längst ein Zimmer? Na toll. Machen es uns bequem und... Ich denke... Da wir uns jetzt eher auf diesen Pazifik-Dampfer da festgelegt haben, würde ich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier jetzt noch viel Neues passieren wird, das uns weiterhilft. Immerhin, 89 Pfund. Das ist schon mal okay. Ist mehr als der Zimmerpreis. So, die Bank öffnet bald. Wir bekommen 1500. Jetzt sind wir richtig reich. Das ist gut. Das hätte ich mal am Anfang der Reise machen sollen. Einfach am Anfang der Reise ein bisschen Zeit investieren, um richtig, richtig Kohle zu machen. Und unser Dampfer braucht immer noch einen weiteren Tag. Jetzt könnte man ihn natürlich bestechen. Für 870 fährt er heute ab. 870 plus 4000 hätten wir noch 1000 übrig. Das ist eigentlich zu wenig. Das ist eigentlich viel zu wenig. Ich nehme diesen einen Tag jetzt noch in Kauf. Das ist wohl okay. Was ist hier? 5-mal Luftschiff. Ja, ich hätte gerne ein Luftschiff. Können wir nicht nochmal 700 für morgen? Nee, für Montag. Achso, es ist Freitag. Nein, ja, die Bank macht am Morgen gar nicht auf. Dann können wir da wohl nichts tun. Halten. Tja, puh, ach, Alter. Ich weiß auch nicht. Bleiben wir noch eine Nacht. Die letzten Stunden des Abends. Ich könnte noch mal Geld verdienen. Ich könnte auch noch mit jemandem reden. Vielleicht finde ich noch was raus über neue Routen. Ja, lass uns noch was rausfinden. Ne, nichts Besonderes. Ich habe nicht mal gelesen, was da stand, weil ich dachte, das wäre nur die Einleitungsnachricht. Na gut. Dann bleibt uns nichts anderes, als abzufahren. San Francisco. Immerhin, unser Reiseset hält uns ein bisschen das Wetter vom Leibe. Auf der Wasserlilie, oder Waterlily, das ist ja ein Name, also ist er ruhig auch Englisch. Ein schlankes, eisernes Schiff
Halb Schiff, halb U-Boot, okay. Mit einem Amerikaner namens Wicker als Kapitän. Und einer Crew, die ein Mix aus Amerikanern, Chinesen und Japanern ist. Die alle irgendein Seemannsenglisch reden, in dem vor allem Flüche betont werden. Und sehr viele Ingenieure an Bord. Okay. Das war wohl mal ein Sklavenschiff, das jetzt für den Passagiertransport umgebaut wurde. Man sieht aber nichts mehr von der dunklen Vergangenheit an Bord. Und die Crew ist eine fröhliche Familie, die uns willkommen heißt. Na gut, dann schauen wir mal, ob auf dieser Reise irgendwas passiert. Ich meine, das ist eine lange Fahrt. Immerhin, ein Lichtblick ist, wenn wir den Atlantik hinter uns haben, dann sind wir eigentlich auch direkt daheim, weil eine Atlantiküberfahrt wird ziemlich sicher schon in London oder zumindest in Frankreich anlegen. Das heißt, 26 Tage, wir brauchen jetzt hier, was, eine Woche und 9 Tage, glaube ich. Es hieß Next Sunday kommen wir an. Dann hätte man 19 Tage für die Atlantiküberquerung und die Durchquerung der USA. Das kann ganz theoretisch reichen. Also wenn man mal sagen, man hätte eine Transamerika-Eisenbahn, dann käme man da wahrscheinlich in auch so in 9, 10 Tagen vielleicht durch, sogar, könnte ich mir vorstellen. Und dann nochmal dieselbe Reisedauer wie über den Atlantik, dann über den Pazifik, dann über den Atlantik. Ach, ich verwechsel gerade immer die Ozeane. Gut, unsere Kabine nicht gerade groß, aber adäquat. Und die Midshipmen kommen vorbei und zeigen uns, wie man die Druckventile bedient, falls wir abtauchen. Aber ansonsten freue ich mich auf eine friedliche Ozeanüberquerung. Leider hatte ich nicht so viel Glück. Das ist ja hier Foreshadowing. Was soll das denn heißen? Ups. Komm gar nicht mehr zu einem Gespräch. Da kommt schon das Event. Die salzige Meeresluft bläst in mein Gesicht, als ich die Tür zum Topdeck aufmache. Und es war viel zu früh. Die einzig anderen Passagiere, die wach waren, waren eine Gruppe von chinesischen Arbeitern, von denen einer sich am Übergeben war in einen Eimer. Ich gab ihm so viel Platz, wie ich konnte, und war vorsichtig, dass nichts davon auf meine Schuhe kam. Die sind nämlich neu, aus Indien. So, ich würde gerne mit jemandem reden. Ist wohl nicht drin. Ich spiele stattdessen Whist mit Herrn Fogg und einer Familie von amerikanischen Missionaren, die zurück nach San Francisco reisen aus Japan. Aha, für eine Hochzeit, alles klar. Mademoiselle Loretta, die älteste Tochter, kann wohl ganz gut Whist spielen. Und ich bemerke plötzlich, dass sie eine Karte in ihren Ärmel verschwinden lässt. Eieieiei. Eieieiei. Sie mogelt. Und das auch noch ziemlich gut. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Hier wird zwar nicht um Geld gespielt, nehme ich mal an. Aber obwohl, ich könnte natürlich auch mir das für später merken und als Druckmittel gegen sie einsetzen. Vielleicht kann ich ja irgendwie. Ja, machen wir das. Wenn hier nicht um Geld gespielt wird, dann habe ich keinen Grund, sie jetzt sofort auflaufen zu lassen. Stattdessen warte ich auf eine gute Gelegenheit und lasse ihr mit einem Blick wissen, dass ich bemerkt habe, dass sie mogelt. Sie errötet mit all der gespielten Schönheit einer Schauspielerin und zieht dann eine Augenbraue nach oben und fordert mich heraus. Die Reise geht weiter. Aha. Ein Falschspielerduell, verstehe.
Aber man hat überhaupt keine Zeit, unten auf die Sachen zu klicken. Da kommt schon der nächste Tag. Das geht hier super flott rum. Ich verbringe meinen Tag in Gesellschaft der U-Boot-Besatzung, der Waterlily, die in den engen Räumen des Topdecks unterwegs sind. Denn der Himmel ist ihnen zu viel Himmel. Und all die frische Luft, Git, das kann ich auch nicht verstehen. Ich bin lieber in einem Zimmer eingeschlossen und spiele 80 Days. Ich biete Ihnen eine Alternative an. Ja, was denn? Ach so, das fragen Sie jetzt mich. Ein Test des akrobatischen Geschicks. Und obwohl die gebaut sind wie Pferde, haben sie noch nie versucht, eine menschliche Pyramide zu bauen oder auf ihren Händen zu laufen. Ich nutze meine Vorteile aus dem Zirkusleben natürlich total aus und zock sie ab. Tu erst so, als wäre ich total ungeschickt und unbalanciert, um dann ganz plötzlich meine natürlichen Talente zu entdecken. Und die Seemänner geben zu, dass ich sie übertreffe. Sogar der Commander Davis applaudiert. Izumi ist sein Name. Ha, muss ein Japaner sein. Eine Japanerin natürlich. Ist ja ein Frauenname. Und ja, so ist übrigens, glaube ich, meine Japanischlehrerin in Karlsruhe, bei der ich viel zu wenig Japanisch gelernt habe, weil ich zu faul war, Vokabeln zu lernen. Gebracht hat mir das Ganze aber nichts. Na toll. Schade, schade. Jetzt aber Converse mit dem Kapitän. Ich möchte nämlich wissen, wie komme ich denn von San Francisco nach... Das haben wir doch alles schon, oder? San Francisco, das können wir hiermit erzählen. Ich rede mal über San Francisco. Da gibt es viele chinesische Immigranten. Von San Francisco nach Las Vegas wäre eine gute Route, um den Texas-Weg einzugehen, aber scheint nicht so zu sein. San Francisco nach San Pedro. Das sind mal abgeschnitten. Hier sind nur ein paar kleine Bugs drin, ne? Mit einem Fishingboot, aber das ist eine anstrengende Reise. Ah, okay. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich möchte nicht nach San Pedro unbedingt. Weil, ja, ist schon eine Möglichkeit. Wir haben halt noch nichts, wie man von da aus weiterkommt. Müssen ein bisschen weiterreden mit den Leuten. Tatsächlich, wenn die Chance auch nur irgendwie besteht, dass wir es noch in 60 Tagen, ich meine in 80 Tagen schaffen, dann würde ich doch mit der Railway geradewegs durchfahren. Alles klar. Ich klettere auf dem, wie heißt das im Deutsch, die Rigging, naja, die Aufbauten eben um den Mast. Natürlich nur zum Training. Und nicht um die Crew auszuspionieren. Da höre ich plötzlich zwei Leute aus der Crew, die in einem Mix aus Englisch und Japanisch miteinander streiten. Interessant. Ich schließe mal die Augen und lausche. Schrein, Heide, Verehrung und dann plötzlich ein Schrei. Einer der Seeleute fällt hinab von der Kante der Plattform. Ich kann nicht wegsehen, als er fällt. Sein Körper liegt still und zerkrumpelt auf dem Deck. Aber seinen Schrei höre ich noch für Tage danach in meinem Kopf. Ein Blick nach oben offenbart mir den Kameraden des Seemanns. Sein Gesicht weiß. Ist es Schuld in seinen Augen oder nur Schock? Er verschwindet, bevor der Captain kommt, und ich folge ihm. Er geht in die Crewquartiere. Und ich höre die Geräusche von verzweifelten, geflüsterten Gebeten. Ob ich ihn dem Captain ausliefern soll? Oh, reden wir noch mal mit jemandem. Mademoiselle, das ist unsere Spielerfreundin vielleicht? Ich weiß ja nicht.
Suki, San Francisco, San Pedro hätten wir schon mal. Vielleicht können Sie mir was weiteres erzählen. In San Pedro kann man Dinge kaufen, die man in San Francisco verkaufen möchte. Nein, danke. Ich möchte lieber von San Francisco dann nach Las Vegas weiter. Oh, Sie möchte einen Franzosen heiraten? Ich verstehe. Oh, Sie meint nicht mich. Ich bin ja ein Diener. Zu schade. Die Pitcairn Islands, die kenne ich. Die sind nicht da, wo ich hin möchte. Port Royal klingt nach der Karibik, muss ich sagen. Das wäre auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass man da hinkommt von San Pedro, aber ich kann ja mal fragen. Fragen kostet nichts. Durch Acapulco, okay. Dann kommen wir doch bestimmt auch nach Acapulco. Ja, mit der Bonaventura von San Pedro. Das wäre eine Möglichkeit. Gut. Spielen wir noch eine Runde Karten. Da ist schon wieder was abgeschnitten. Da soll Deal stehen. Ich heb ab und sie gibt. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Gelegenheit, noch ein bisschen weiter zu fragen. Und zwar Acapulco. Da könnten wir was kaufen, was wir in Burlington verkaufen können. Aber ich glaube nicht, wenn wir nach Acapulco gehen, dass wir danach nach Burlington kommen. Wir können aber über Kuba, wie es gewünscht war in den Kommentaren. Das wäre doch mal eine Variante. Ich könnte mal nachfragen. Gucken wir mal. Nein, gibt es nicht. Panama durch den Kanal. Puh. Wo ist denn Tapatinga? Nie gehört. Okay, nach Panama kommen wir auch nicht. Dominos? Erzählen wir noch was über. Über Burlington. Ich glaube, das war unsere Endstation auf der Eisenbahnstrecke. Von da aus wollten wir nach Dallas. Aber das scheint mir nicht möglich zu sein. Und die anderen Orte interessieren mich nicht so wirklich. Omaha. Ah. Also wir haben was entdeckt. San Francisco, San Pedro haben wir eh schon. Aber von da aus kommen wir runter nach Acapulco. Und von da aus könnten wir dann versuchen, wenn ich das recht sehe, nach Havanna rüberzukommen. Da können wir quasi hier in Acapulco oder vielleicht sogar in Panama. Das ist eigentlich dämlich, dann nach Panama runterzufahren. In Acapulco den Kontinent überqueren und von da aus nach Havanna und dann nach London. Aber von der Geografie her macht das eigentlich viel mehr Sinn, nach Burlington zu fahren. Ich brauche immer noch eine runde Route Burlington, New York. Da finde ich einfach keine. Das kann mir keiner sagen. Okay, Event an Schiff, im Schiff. Eine Begräbnis für den toten Seemann. Ich war nicht unbedingt eingeladen, aber ich war neugierig über den Vorfall. Und außerdem ist es eine gute Gelegenheit, mehr über die Crew zu lernen. Captain Wicker führt ein christliche Messe an. Mit Ernsthaftigkeit. Und ich bemerke, dass der Seemann, der vielleicht dafür verantwortlich war, abwesend ist. Nicht nur das, sogar nur die Hälfte der Crew ist gekommen, um hier ihren letzten Respekt zu zollen. Ich frag mal meinen Nachbarn, warum das so ist. Meine Nachbarin. Ach so, Josef ist konvertiert. Der Captain hat ihm selbst beigebracht, die Bibel zu lesen. Der Rest der Crew sind Heiden. Sie halten sich von solchen göttlichen Zeremonien fern. Vielleicht ist das auch das Motiv, wenn das ein Mord war. Ich würde doch gerne dem Captain was davon erzählen. Oder dem Priester. Aber der war doch auch nicht da, oder? Der war doch auch nicht da. Tja, mit dem kann ich wieder nur über Routen reden, was auch okay ist. Ich habe nämlich immer noch keine. In Burlington. Ich möchte das Thema gerne auf Burlington lenken, also schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier von Burlington. Es gibt einfach nichts. Es gibt nichts von Burlington. Es gibt nur Mistrouten. Was ist da los? Hier, Brazilian Snuff. Sehen wir mehr bei Burlington. Burlington, Washington bringt uns eigentlich gar nichts. Außer es meint Washington DC. Er findet das Buch Hiob sehr hilfreich. Finde ich das nicht auch? Ja.
Manchmal glaubt er, die jungen Leute lesen gar nicht mehr die Schriften. Na toll. Ich könnte natürlich auch über Winnipeg. Komme ich denn von Winnipeg nach Toronto? Naja, ist halt alles nutzlos. Nutzlos. Winnipeg, Chicago. Achso, das waren eh wieder Routen, die ich schon habe, weil es weiß war. Chicago, Atlanta, Chicago, Washington, Duluth. Duluth kam vor in Fargo. Wo lag denn das nochmal, wenn ich das jetzt wüsste? Chicago, Ponta Delgada. Ich frag mal. Oh, er muss weg. Nicht noch eine Domino? Dann kriege ich vielleicht doch nochmal was über Chicago gesagt. Ponta Delgada, most likely not. Chicago, Omaha, interessiert mich eigentlich nicht. Ah, die wissen immer nichts. Nix wissen sie. Da, Winnipeg, Toronto. Oh, Duluth ist da oben. Dann ist das ein anderes Duluth, was ich meinte. Obwohl, nee, das passt. Das ist schon in den USA. Das war gar nicht mehr Kanada. Ah, Sturm. Zu erschöpft, um einen ordentlichen Eintrag zu schreiben. Das reicht nur, um zu sagen. Wir treiben noch. Unser Schiff ist nicht untergegangen. Und dann kommt mir in der Nacht ein anderer Gedanke. Mr. Fogg, die Datumslinie. Oh, er hat unsere Uhr bereits zurückgestellt. Würde er etwa denken, dass ich es vergesse? Ach ja, wie schön, wie schön. Natürlich hat Mr. Fogg recht. Und es ist natürlich nicht zu glauben, dass er so ein Detail verpassen würde. Wir haben die Datumslinie erreicht, wo wir unsere Uhr einen ganzen Tag zurückstellen dürfen. Und das ist auch einer der Plotpoints in dem Buch. Ich finde es schön, dass das hier ein bisschen auf die Schippe genommen wird, dass es ja kaum zu glauben wäre, was passiert wäre, wenn wir das vergessen hätten. Ein weniger präziser Mann als Mr. Fogg. Wäre vielleicht am 80. Tag angekommen und hätte geglaubt, er hätte verloren. Ist das schön, das ist schön. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt alle das Spiel gelesen. Das Spiel gelesen, das Buch gelesen. Wenn nicht, schämt euch, lest es. Es ist ein gutes Buch. Gut. Der gestrige Sturm traf uns mit wenig Vorwarnung. Einen Moment noch habe ich mich um eins meiner Hemden gekümmert. Und im nächsten wurde ich von einer Seite zur anderen gestoßen. Hatten nur Glück, dass das Bett stabil festgenagelt war. Ist das nicht eine gute Gelegenheit, um unterzutauchen mit einem U-Boot? Der Regen knallt gegen die eiserne Hülle. Und erstickt nahezu die Schreie der Crew. 6 Stunden lang tobt der Sturm, bläst uns vom Kurs ab. Aber der Kapitän verbringt seine Zeit damit, uns wieder auf die richtige Position zu bringen. Und es gibt kein Land in Sicht am Horizont. Tag 60, murmelt Monsieur Fogg. Und immer noch einiges an Distanz zurückzulegen. Oha! Wir kommen hier wirklich schon stark vom Kurs ab. Das wird wahrscheinlich unsere Ankunft verzögern. Oh, wir kommen sogar woanders an. Was für ein Event. Wir fahren nach Hawaii. Das war unerwartet. Wir legen in Honolulu 5 Tage lang an. Oh, wow, das ist lang. Na toll. Man sieht, dass unser Herr Fogg nicht zufrieden ist damit. Das ist gar nicht in Ordnung. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld zurück? Das ist ja nicht recht. Wir haben 4.000 bezahlt für die Überfahrt nach San Francisco und jetzt kommen wir in Honolulu an. Was soll das? Aha. Captain Wicker hat sein Wort als Gentleman zurückgezogen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen meutern. Was? Und sowas? Aus dem Mund von unserem Herrn Fogg? Ist klar, ich bin derselben Meinung. Was mache ich? Mein Natural Charm? Ich habe mich ja mit der Crew schon angefreundet.
Wir meutern in 5 Tagen, wenn wir Honolulu erreichen. Oh Gott, ich dachte, wir kommen auch heute schon an. Wir sind eigentlich noch eine ganze Woche länger unterwegs wahrscheinlich. Na toll. Super. Wir machen also eine Meuterei auf der Wasserlilie. Ich meine Waterlily. Und ich schaue doch mal, ob ich nicht in der Crew ein bisschen Feindschaft scheren kann, um das Ganze anzustacheln. Vielleicht ihre religiösen Gepflogenheiten, ich meine religiöse Passion. Das ist natürlich unvorhersehbar. Aber ich denke mal, wenn der Captain christlich ist, kann ich vielleicht die Shinto-Gemeinde aus des japanischen Glaubens aufrütteln, indem ich deren Schrein ein wenig durcheinander bringe und das genau den Christen in die Schuhe schiebe. Aha, das hat funktioniert. Da werfen sie dem Captain schon verdächtige Blicke zu. Und da kann man doch leicht eine Revolte draus anstacheln. Als nächstes werde ich mich mal mit dem Commander Davis und den Submariners, der U-Boot-Crew, ein bisschen besser stellen. Mit denen habe ich ja eh schon angefangen. Ein wenig ihren Wohlwollen zu gewinnen. Und die sagen mir auch, genau, es gibt keine Sturm unter Wasser. Wir hätten untertauchen sollen. Das war genau meine Rede. Die verstehen mich. Das können wir immer noch machen. Meuchert mit mir. Was? Ein Hairbrush? Captain Wicker hat alles riskiert. Er hat unsere Leben riskiert. Und das, weil er nicht in eure Fähigkeiten als U-Boot-Crew vertraut. Die Kommandantin ist da meiner Meinung. Ich habe das von ihm gehört. Oh, ich habe zu viel gesagt. Das war zu viel. Ich nicke und zwinkere. Er hat natürlich nicht mit mir geredet. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es vermasselt. Vielleicht habe ich zu viel gepusht. Wir schauen mal. Ach, das geht hier Event auf Event. Ich habe überhaupt keine Zeit. Die Folge ist auch schon recht lang. Okay. Ich hatte versucht, die offensichtlichen Ziele hier für mich zu gewinnen, aber einen Krieg gewinnt man oft auf unerwartete Weise. Mit diesem Gedanken im Hintergrund werde ich mich mal an die Gilde der Erbauer auf dem Schiff wenden. Oder die Erbauerin. Ja, das ist die Übersetzung für Artificer. Eine große Frau in einer kurzen Jacke mit der kupfernen Lilie der Gilde drauf. Die sind normalerweise neutral, aber ich möchte mich trotzdem ein bisschen an sie wenden. Ich glaube nicht, dass die mit 50 Pfund Bestechungsgeld irgendwie auf meine Seite kommt. Also, Vanity habe ich gerade falsch im Kopf gehabt. Ich biete ihr an, ihre Roben etwas Neueres umzumodeln. Das ist, glaube ich, naja. Mal schauen. Sie schaut mein eigenes Outfit etwas kritisch an, bevor sie mich dann anlächelt. Ich wäre ein Mann mit gutem Auge. Sie wollte schon immer mal fashionable sein. Hey, bin ich fashionable? Habe ich gar nicht festgestellt. Das kann ich doch auf der Reise verdienen, oder? Mit den ganzen Events, die wir bis jetzt hatten. Ich sag mal, dass Kleidung so ist wie jede andere Maschinerie. Man muss sie nur gut ölen und gut designen und dann funktioniert sie einfach. Ich glaube, sie mag mich. Gut, dann ist es gleich Zeit zu meutern. Ich
verbreite mal ein Signal unter meinen Verbündeten und bleibe bis spät in die Nacht wach. Stelle sicher, dass alle auf meiner Seite sind und zu ihrem Wort stehen. Und dann glaube ich, jetzt passiert's. Honolulu, wir machen hier keine 5 Tage Pause. Der Captain fragt nach, ob er hier Reparaturen machen kann, aber Monsieur Fogg ist bereit. Jetzt ist die Zeit. Alles ist bereit. Er nickt. Und wir hoffen, dass alles gut geht. Ich gebe das Signal. Und Chaos bricht aus. Der Klang von Säbeln und Pistolen, Schreie der Offiziere, Schallwaffen der Offiziere, aber ich bin nicht allein. Die halbe Crew, die dem Shinto-Glauben folgen, ist auf meiner Seite, und bekämpft ihre christlichen Kameraden. Die chinesischen Arbeiter denen ist das mehr oder weniger egal. Die greifen nicht ein. Die U-Boot-Crew kommt nun heraus wie eine Horde athletischer Racheengel. Was ist das denn für eine Beschreibung? Und sie zwinkert mir zu und sagt, dass ich sie Izumi nennen soll. Ich bin ihr Freund. Das ist gut. Und ein rattengroßer Automat kommt aus dem Maschinenraum und bringt die Offiziere zu Fall und spuckt Dampf, heißen Dampf überall hin. Auch diese Dame habe ich auf unsere Seite gebracht. Mademoiselle Loretta. Hehe. Bringt einen der Offiziere zum Stolpern und nickt mir zu. Eine Geste des Respekts von einem Spieler zum anderen. Und die Schlacht ist einfach überwältigend. Zur Mittagszeit war es klar, wie der Tag enden würde. Die Meuterer ließen einen Siegesschrei ertönen. Gut, das heißt ja hoffentlich, dass wir jetzt abreisen. Wir haben komplette Kontrolle über das Schiff und der Kapitän und die Offiziere werden. Was ist denn ein Skiff? Ich weiß nicht, was ein Skiff ist. Ist das. Wir werfen sie in die Brigg. Wir lassen sie dann irgendwo in San Francisco raus. Gut. Gut gemacht. Wir kriegen sogar Lob von Monsieur Fogg. Und wir sind jetzt mutig. Alles klar, die Reise geht weiter. So muss das sein. Newspaper. Oh. Der gefeierte wahnsinnige Fogg ist jetzt hat jetzt Schulden, sagt die Bank. Whoops. Habe ich wohl ein bisschen zu viel Geld ausgegeben oder abgehoben. Naja, wenn wir ankommen mit den Wettgewinnen, dann wird das alles in Ordnung kommen. Wenn wir rechtzeitig ankommen. Uiuiuiui. Okay, ich werde zum Kapitän gewählt und bin sehr erfreut darüber. Könnt ihr euch das vorstellen? Passepartout als Kapitän seines eigenen Schiffes. Wundervoll. Es erinnert an Bonaparte, Napoleon. Gut. Wir haben jetzt das Gentleman's Traveler Set komplett. Und ich habe gerade einen Hut bekommen. Der neue erste Maat, ein fröhliches Mädchen mit dem Namen Wang, kommt zu mir und sagt mir, die Waterlily ist ein U-Boot auch. Und wir könnten ja in 2 Tagen schon in San Francisco sein, wenn wir
mit den Submarinern hier zusammenarbeiten. Na klar, machen wir das. Ich frage erstmal nach, ob sie uns in 4 Tagen nach San Francisco bringen kann. Und sie sagt ja. Aber hat die andere nicht gerade gesagt, in 2 Tagen? Na gut, schauen wir einfach mal, wann wir ankommen. Geht auf jeden Fall sehr schnell jetzt voran. Denn Izumi ist eine Frau ihres Worts. Sagt man das am Deutschen so? Keine Ahnung. Am Abend beginnen die Vorbereitungen zum Untertauchen. Ich kann zwar die technischen Details nicht erklären, aber meine Erfahrung war dermaßen. Das ganze Schiff begann laut zu stöhnen und zu schreien, als die eiserne Hülle das gesamte Deck bedeckte. Die Segel klappen ein, die Maste werden zusammengeklappt und die Propeller, der Antrieb transformiert sich. Lauter Alarm ertönt und innerhalb einer Stunde sind wir zu einem U-Boot geworden. Izumi grinst mich an und wir tauchen ab in den Pazifik. Montag. Das geht mir alles viel zu schnell. Ich brauche auch gar nicht die Events. Die Konversation oder den Fock oder was auch immer. Ist alles egal. Ich genieße diese Fahrt. Denn ich bin immer noch der Kapitän. Selbst in dieser Konfiguration. Wir tauchen ein paar Meilen außerhalb von San Francisco auf. Das sorgt für ein paar Missverständnisse und Komplikationen. Und Izumi empfiehlt, dass wir in den Hafen auf einem Skiff rudern. Das Skiff muss also ein Ruderboot sein. Gut, dann bin ich froh, dass ich sie in die Brick geworfen habe und nicht auf dem Ruderboot ausgesetzt habe. Ich gebe meine Kapitänsrolle ab an. Ich denke, Izumi hat es mehr verdient. Sie wünscht mir viel Glück, als wir in Richtung des Hafens rudern. Und wir haben immer eine Heimat an Bord der Waterlily. Wir haben 3 Tage gewonnen. Ich denke, es wird genug sein, sagt Monsieur Fogg. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben 9 Tage. 9 Tage, um zurück nach London zu kommen. Da muss schon ein Wunder von Event passieren. Und ich denke, es ist auch eine gute Gelegenheit, hier die Folge zu beenden. Ich werde nochmal auf mein Planning schauen. Und mal gucken, wann hier was abfährt. Der fährt in 2 Tagen ab. Könnte man den bestechen? Ach, Mist. Oh, gratis kann man den bestechen. Das ist nicht schlecht. Das merke ich mir. Erstmal. Das müsste ja morgen auch noch gehen. Da können wir mit der Transcontinental Railroad über Cheyenne, Omaha bis nach Burlington. Erst in Burlington wird es dann schwierig, weil wir da immer noch keine gute Route nach New York haben. Oder Washington oder sonst irgendwas. Ah ja, Washington ist doch hier an der Küste. Also es gibt doch ein Washington. Ah, Washington, der Staat ist hier oben, natürlich. Ja klar, die Washington, die Stadt ist hier drüben. Logisch, da habe ich das tatsächlich vorhin verwechselt. Glaube ich, ist aber immer noch sinnvoller, als jetzt hier über Acapulco zu fahren, weil die Route Acapulco nach Panama ist auch noch nicht so klar für mich. Sieht nämlich so aus, als käme man da jetzt nicht von Acapulco hin. Und die Route hier rüber ist nicht klar für mich. Ich glaube, ich werde doch dadurch die Transcontinental Railroad nach Burlington fahren müssen. $400 ist auch okay. Und wie lange braucht der? Kommt Montag an. Das sind 6 Tage. 5 Tage und wir kommen noch einen Tag früher an, wenn wir ihn bestechen. Das wäre doch eigentlich ganz in Ordnung. Dann. Upsa. Oh, es wird ja schon morgen. Ich lege mich mal besser schlafen. Dann wäre das eine ganz gute Gelegenheit, da entlang zu fahren. Tut mir leid, dass ich dann nicht die Route durch Texas nehmen kann, aber ich glaube, es ist einfach die schnellere, bessere Route. Wenn jetzt kein tolles Event kommt, dann würde ich die nehmen.
Aber wenn ihr ganz stark dagegen seid, könnt ihr mir trotzdem in die Kommentare schreiben. Ich habe auch eigentlich keine Hoffnung, dass wir den Atlantik dann in den verbleibenden paar Tagen, die wir dann noch haben, überquert bekommen. Vor allem, wir sind dann ja erst in Burlington, wir sind noch gar nicht an der Küste. Also es wird eher so eine 90-Tage-Reise in der Gegend, schätze ich mal. Aber naja, ich werde mein Bestes versuchen. Und vielleicht muss ich das Spiel einfach danach nochmal spielen. War jedenfalls eine lange Folge. Ich hoffe, ihr hat Spaß gemacht. Wir haben nicht viele Städte erreicht, aber wir hatten doch ein sehr wunderschönes Event hier auf dem Pazifik. Und ich sehe euch in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann durch die USA reisen. Bis dahin, viel Spaß, schönen Tag, was auch immer. Tschüss.